Die sogenannten Hygienedemos haben immer mehr Zulauf. Bei diesen Demos soll ja für die Grundrechte demonstriert werden. Ich persönlich muss sagen, ich sehe da inzwischen immer weniger Grund, dafür umso mehr Rechte. Klar, nicht alle auf diesen Hygienedemos sind rechtsradikale Verschwörungstheoretiker oder esoterische Spinner. Es gibt auch ganz normale Menschen, die einfach nur kein Problem damit haben, neben rechtsradikalen Verschwörungstheoretikern und esoterischen Spinnern zu demonstrieren. Und es ist mir völlig klar, viele Menschen in Deutschland stehen enorm unter Druck. Natürlich sorgen diese Beschränkungen für großes menschliches Leid. Es gibt diesen sehr aussagekräftigen Clip, der seit einiger Zeit durchs Netz geht. Hier dieser ältere Demonstrant hat Reportern unter Tränen erzählt, dass er seit Wochen seine Frau nicht mehr im Pflegeheim besuchen darf. Und schon wird sein Problem von einem anderen Demonstranten ungefragt, ich sag mal politisch und virologisch eingeordnet. Dank Merkel-Regime, ja, wir hatten vor zwei Jahren eine Influenza. Da war die Sterberate bei weitem höher. Da hat sich keine Sau dafür interessiert. Nicht eine einzige Sau. Und heute wird ein Lockdown veranstaltet. Lass dich doch nicht veralbern. Nee, ich lass mich nicht veralbern. Nein. Was? Wenn du ARD und ZDF zuhörst, dann hast du praktisch die Kontrolle über dein Leben verloren. Das musst du dir doch mal merken. Nein, stimmt nicht. Nein, absolut nicht. Man muss auch vernünftig bleiben. Ja, vernünftig bleiben. Erzählen Sie das mal den Typen von der Querfront. Ne? Querfront aus Linken, Rechten und Spinnern. Querfront heißt es ja, weil sie das Brett quer vor dem Kopf haben. Ich meine, natürlich ergibt nicht jede Maßnahme Sinn. Natürlich kann man auch protestieren. Man kann anderer Meinung sein als die Regierung. Auf der Parkbank nicht lesen dürfen zum Beispiel, das war Schwachsinn. Aber grundsätzlich mit Vorsicht an ein unbekanntes Problem herangehen. Das ist doch eine Strategie, die zumindest von fast allen Staaten weltweit als sinnvoll erachtet wird. Keiner kennt das Virus genau. Wenn Sie im Wald Pilze finden, die Sie nicht kennen, welches Verhalten kommt Ihnen sinnvoll vor? A, die Dinger mitnehmen, jemanden untersuchen lassen, der sich auskennt und dann erst probieren. Oder B, mitnehmen, kochen und an die Familie verfüttern. Das sagen 90% der Menschen A. Und vielleicht 10% B. Denn es kommt auch ein bisschen auf die Familie an. Und auch was die Eingriffe in die Grundrechte angeht. Ja, die sind massiv, aber Grundrechte gelten natürlich auch nie absolut. Die bewegen sich nicht im luftleeren Raum. Konkret, wenn Sie keine Maske tragen wollen, weil es Ihr Grundrecht auf die freie Entfaltung der Persönlichkeit verletzt, dann husten Sie vielleicht jemand anderen an, der kriegt Corona, verstirbt, kommt in den Himmel. Aber vielleicht wollte er da gar nicht hin. Das widerspricht dann wiederum seinem Grundrecht auf Reisefreiheit. Welche psychologischen Aspekte stecken hinter dieser neuen Form des Wutbürgertums? Oliver Durke und Tim Grundahl stellen mal einen dieser modernen Freiheitskämpfer vor. Immer mehr Menschen gehen für ihre Freiheitsrechte auf die Straße. Einer von ihnen ist Peter Schulze. Er will nicht tatenlos zusehen, wie die Bundesregierung die Bürger weiter entmündigt. Der Merkel-Maulkorb. Damit geht's ja schon los. Und dann natürlich noch Mindestabstand und Kontaktverbot. Das schränkt meine Freiheitsrechte ein. Und warum? Wegen ein paar Corona-Toten. Und die sind nicht mal an Corona gestorben, sondern nur mit Corona. Doch nicht erst seit den Corona-Beschränkungen kämpft Peter Schulze gegen staatliche Unterdrückung. Schon 1976 protestierte er gegen die Einführung der Anschnallpflicht. Völlig unverhältnismäßig, diese Verkehrsregeln. Wer sagt mir denn, dass die ganzen Verkehrstoten nicht an was völlig anderem gestorben sind? Vielleicht hatten die auch irgendwelche Vorerkrankungen. Und nur deswegen darf ich nicht mit Vollgas bei Rot über die Ampel oder durch die Spielstraße brettern? Das versteht doch kein Mensch. Was glotzt du denn so? Ja, du mit dem Dreirad. Aber auch abseits der Straßenverkehrsordnung gibt es Verbote, die nach Peter Schulzes Auffassung die Grundrechte der Bürger unnötig einschränken. Wieso durfte ich meinem Sohn nicht den Namen Hackfresse geben? Der sah bei der Geburt nun mal so aus. Doch Peter Schulze hat noch weitere demokratiegefährdende Freiheitsbeschränkungen ausfindig gemacht. In Deutschland gibt es im Jahr nur 0,001% Drogentote. Warum kann ich denn bitte schön im Supermarkt kein Heroin kaufen? Das ist eine bodenlose Frechheit. Und jetzt auch noch dieser Irrsinn mit der Corona-Maskendiktatur. Aber wir sind das Volk. Ein beschwerlicher Weg für die rund 0,06% der Beschränkten im Volk. Aber Peter Schulze kämpft weiter. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Völlig irre wird es ja, wenn man hinter Corona eine weltweit gesteuerte Aktion von Regierungen und Wissenschaft zusammen mit
Bill Gates vermutet. Eine Verschwörung mit dem Ziel, die Menschen mithilfe von Zwangsimpfungen zu kontrollieren. Ich meine, wie stellen die sich das eigentlich vor? Wie soll denn so eine Verschwörung funktionieren? Ich schaffe es nicht mal, eine Überraschungsparty für meine Frau zu organisieren, ohne dass irgendjemand was ausplaudert. Ist das so, dass sich dann Virologen und Staatschefs in einer WhatsApp-Gruppe treffen und mal eben den geheimen Unterdrückungsplan absprechen? Also so ungefähr, ja, Bill Gates macht eine WhatsApp-Gruppe auf geheime Weltverschwörung. Hi Leute, ich bin's, der Bill. Ich plane eine Verschwörung, um die ganze Welt zu unterdrücken. Dr. Fauci, hi, ich bin Dr. Fauci, Chef-Virologe von Amerika, ich mach mit. Aha, Präsident Xi aus China, ni hao Leute, da brat mir einer eine Fledermaus, ich mach auch mit. Angela Merkel, natürlich, hi Leute, bin auch dabei. Christian Drosten, hi Bill, ich bin's, Christian Drosten, ich habe eine Idee. Ich erfinde ein Virus, weswegen alle zu Hause bleiben müssen, dann kann keiner mehr zum Friseur und alle sehen so aus wie ich. Dufte Idee, Mathe, so machen wir es. Und wir zerstören unsere Wirtschaft, bis alle im Land hungern. Und dann verkaufe ich Kartoffelsuppe und werde stinkreich. Ich bereite schnell alles vor. Bill Gates, wir pflanzen allen Bürgern Chips ein. Und wir kontrollieren die dann bei jedem Schritt, den sie machen. Präsident Xi, geil. Das heißt, in China bleibt alles, wie es ist. Christian Drosten, Leute, damit es klappt. Ich erweitere die Gruppe auf alle 10 Millionen Virologen, Ärzte, Journalisten und Politiker, dass auch alle mitmachen. Aber keiner darf was ausplaudern. Merkel, fuck, ich glaube, Xavier Naidoo und Attila Hildmann haben schon eine Ahnung von unserer Verschwörung. Gates, können wir die nicht brainwashen? Merkel, nee, da ist nichts zum Waschen. Bill Gates, shit, wie können wir denn die Welt sonst vernichten? Dr. Fauci, kein Problem, ich sag Donald Trump, er soll allen empfehlen, Sagrotan zu trinken. Merkel, Quatsch, so doof ist doch Kai. Okay, so wird es klappen. Offenbar ist es für viele eine unerträgliche Vorstellung, dass eine Situation nicht eindeutig ist, dass es auch Zufälle gibt, dass sich Prozesse auch dynamisch entwickeln und eben nicht alles zentral und von langer Hand geplant ist. Das ist anstrengend, klar. Ein klares Feindbild hingegen, das gibt Halt und Struktur. Robert Rössle kann uns dazu mehr erzählen. Robert Rössle ist international anerkannter Feindbildmaler und Maltherapeut. Und er ist heute Abend bei uns. Robert Rössle, schön, dass Sie es einrichten konnten. Herr Ehring, grüße Sie ganz herzlich. Wir freuen uns richtig von der Malschule Rössle-Reutlingen. Ganz kurz zu uns, was machen wir? Wir machen Maltherapie für Globalisierungsverängstigte. Wir machen Vereinfachungsmalerei. Wir machen Aggression Painting. Aber, also quasi alles, aber wichtig, immer nur schwarz-weiß. Black and white, because we want to keep the world simple. No? Das ist so unser Credo. Ist das praktisch das Wichtigste, das oberste Gebot, Simplizität? Ja, ja klar, Einfachheit? Klar. Ja. Ein Feindbild muss einfach sein. Mhm. Das kommt nicht aus dem Kopf. Das Feindbild, das entsteht hier. Das entsteht aus dem Bauch. Es muss immer die simpelste Antwort sein. Wer ist schuld an Corona? Der Chines, der Chinese Guy vom der Fish Market. Nicht? Das muss ja nicht stimmen. Nicht? Muss nicht stimmen. Aber es muss stimmig klingen. Das Feindbild kommt also von unten. Das ist ein Ritual. Wir fangen also einfach an. Vielleicht gehen wir direkt mal hinein. Ja. Wir waschen den Pinsel. Da geht's schon los. Wash the brush. Moment mal, Herr Rössle, ich möchte Sie da gar nicht bremsen nehmen. Melan, das ist alles ganz wunderbar. Aber kurz, eine Frage habe ich doch, bevor wir anfangen. Ja, klar. Warum diese Beschränkung auf Schwarz-Weiß? Warum lassen Sie die Farben weg? Das schränkt einen doch enorm ein. Im Gegenteil, Herr Ehring. Viele Leute sind überfordert mit so vielen Farben. Wissen Sie, wir unterrichten Leute, die sind bereits mit Malen nach Zahlen im Spektrum von 1 bis 10 überfordert. Das sind Leute, vielleicht kennen Sie das Gefühl, die gehen raus auf die Straße, die gehen aus der Tür und sagen, hoppala, hoppala, hoppala. Das sind zu viele Farben. The world has too many colors. We gotta bring it down to one. Früher hat man sich ja für sowas geschämt, nicht wahr? Wenn man Schwarz-Weiß-Seher war. Heute haben diese Leute ein richtiges Selbstbewusstsein. Die sagen, hier stehe ich und ich kann in Gottes Namen nur Schwarz-Weiß. Ich sag, so what? Goethe war Legastheniker, aus dem ich auch was wurde. Wir müssen da einfach anders denken, glaube ich. Ja, die haben ein Selbstbewusstsein, die Oscar-Nominierung von The Artist, auch die neue Meinungsfreiheit. Das Ganze hat den Leuten einen Aufwind gegeben. Schwarz-Weiß-Sehen ist richtig in. Und darum würde ich sagen, reden wir nicht lang rum, lassen wir es nicht im Kopf, nehmen wir es aus dem Bauch. Wash the brush. Wir sind sehr gespannt. Herr Rössle, ich sehe jetzt aber, da auf Ihrer Palette sind doch
Farben, kann das sein? Ja, ja, das sind Farben. Die sind aber nur da, weil wir quasi sagen, die brauchen wir nicht. Aha. Also das ist ganz klar. Wir entscheiden uns bewusst gegen Vielschichtigkeit, gegen Farben in einem kreisenden, in einem Constant Circle, sagen wir mal. Ja. Constant Circle, dann kommt da diese braune, können es gerne mal probieren, ja. Diese braune Abstand, gell? Diese braune Masse. Wir kennen das, wir erinnern uns, wenn am Schulrand zu Boden die Apfelschorle durch den Wasserfarbmalkasten ins Lesebuch vordringt. Ja, 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 ja. Das ist genau das, was wir wollen. Es muss auch, es ist ein emotionaler Akt. Wir tun also die ganze Wut, all the anger in the... Probieren Sie es gerade mal aus. Ja, nehmen Sie den Stift, ich habe Ihnen da was hergerichtet. Okay. Ja. Genau. Drücken Sie mal richtig auf. Es geht wirklich darum, dass man auch im Cowboy-Stand richtig das Feindbild, face the enemy, und dann wirklich die Farbe vorbereiten und mal richtig am Pinseldruck. Jetzt Da, wo man in der Schule gesagt hat, ich verstehe, Sie sind zögerlich, wo man in der Schule gesagt hat, nicht so fest aufdrücken, da geht es bei uns auch los. Das habe ich jetzt direkt gemacht. Ja. Probieren Sie es gerade mal aus. Richtig, das ist ja Faber Castell H6, da können Sie Rhinoceros damit erstechen. Can kill Reno with that. Und dann fangen wir an. Und jetzt machen wir hier aus dem Bauch aus unser Feindbild Nummer 1. Aha. Haben wir hier Merkel Raude. Anne Raude, ja. Ja, da haben wir hier das. Aha. Ja, das ist interessant. Take the texture. Wie and the moisture. Da darf man ein bisschen grantig sein. Das ist die Leinwand, die verträgt das. Ja. Und dann alles, was sie jetzt gerade nervt, das ist Feinbildmalerei. Was stellt das jetzt da? Ja, das ist quasi alles. Das ist ja gar nicht wichtig. Das ist quasi, das ist Coronavirus, Chinesen, WHO, Merkel, Drosten, Linksgrüne, Neger, Virologen, Islamisten, faule Griechen, Siesta, Hispanics, 5G, Impfpflicht, Nazis, Ansteckungsraten, Lügner, Lothar Wieler und das Dollarzeichen mit der Locker, das ist der Bill Gates. Es sind jetzt doch aber, wenn ich das richtig sehe, mehrere Feindbilder. Ja, genau. Sie haben das jetzt genau richtig erkannt. Das wollen wir nicht. Das ist zu komplex. So, we take the brush. Give it just some water, take the brush. Und dann in kreisende Bewegungen machen wir alles kaputt. Ja. Das ist jetzt die Katharsis. Das ist, und da spüren Sie, wie ich mich innerlich lockere. Ja. Das ist die richtige Lösung. Das ist der Sinn vom Feindbildmaler. Ja. Die ganze Wut, all the anger from there, it all goes in there and it vanishes, it disappears. Das ist quasi der tiefere Sinn vom... Das können Sie es mal ausprobieren. Jetzt soll ich mal? Wash the brush. Ja, ja, ja. Take the brush. Probieren Sie es gerade mal so aus, einfach mal von der Leber weg. Ich muss gestehen, da fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ja, das habe ich mir gedacht. Das ist ein Problem. Sie haben keinen Hass, mit Ihnen kann ich überhaupt nicht arbeiten. Robert Rösle, der Ältere, hat mal gesagt, Feindbildmalerei ohne Hass ist wie Beischlaf ohne Liebe. Schon seelenloser Akt, brauchen wir überhaupt nicht anfangen. Für was packe ich da mein Zeug überhaupt her? Ich gebe Ihnen 3 Monate Homeoffice und die Kanzlerkandidatur von Markus Söder. Und dann können Sie sich melden, dann unterrichte ich Sie. Aber vorher, no way, sorry, tut mir leid. Dankeschön, ich melde mich bei Bedarf. Problem mal so. Ja. Rösle.